Liebe Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn man die zuletzt eingereichten Dringlichkeitsanträge Freie Wähler oder CSU sieht, gerade bei diesem, dann fragt man sich eigentlich, was das soll. Sie fordern eine eigene Regierung auf, zu prüfen und zu berichten, anstatt zu handeln. Das ist doch der Punkt heutzutage. In Fakten, 50% sind die Baupreise in den letzten 10 Jahren gestiegen. Die Baustoffproduzenten, wer sich da mal näher damit befasst, haben die Produktion um 40% runtergefahren, also speziell im Ziegelbau. Hat natürlich auch mit den wahnsinnigen Energiepreisen da zu tun. Die Sparkassen berichten, dass kaum mehr Kredite ausgegeben werden, weil die Bürger aufgrund der Krisensituation, die zum Teil hausgemacht ist, mit der unglaublichen Belastung der Bürger mit Energiepreisen, Inflationsangst, Krisenangst, lassen jetzt schon zum Beispiel in meiner Nachbargemeinde, haben 18 Bauwerber in einheimischem Grund den Grund zurückgegeben und wollen nicht mehr bauen. Die haben den Notarvertrag abgesagt. In der Vergangenheit, in der Bayerischen Bauordnung, im Bayerischen Baugesetz, wo wir zahlreiche Änderungsanträge eingereicht haben, ist das Bauen immer wieder verteuert worden. Wir brauchen eine Entbürokratisierung, wir müssen beim Brandschutz auf das Normale wieder zurückkommen und nicht nur immer was draufsatteln. Wir müssen an die NF ran. Übrigens hat ein namhafter SPD-Funktionär aus dem Landkreis Ebersberg ja mal angeregt, die NF zu überprüfen, um hier die Quartiersbetrachtung wieder mehr in den Vordergrund zu stellen. Also, wir müssen handeln und die Säulen wieder forcieren, die den Eigentumswohnungsbau anregen. Kollege Friedl, glaube ich, hat es genannt, ja. Die früheren Eigenheimförderparagraphen, die natürlich Bundesgesetz sind, aber man kann es auch vom Landesgesetz ergänzen. Da hätte man konkrete Vorschläge erwartet auf dem Gebiet. Wir brauchen natürlich eine starke Förderung und da kann ja die bayerische Staatsregierung ja mal einen Vorstoß unternehmen. Bisher sind unsere Anträge der AfD-Fraktion immer abgelehnt worden auf dem Gebiet. Zum Beispiel die degressive Abschreibung im Wohnungsbau auf 8% wieder raufzusetzen. Das hat sich immer bewährt, dass der Steuermittel in die, also das Kapital wäre ja vorhanden, in den institutionellen Wohnungsbau einfließen hätten können. Da wo Eigentumswohnungen vielerorts entstehen und das Thema heißt der Eigenheim schaffen. Wenn ich ja der Meinung bin, von den Kollegen von der linken Seite, dass das viel zu kurz gegriffen ist, wir müssen den Mietwohnungsbau durch Änderung steuerlicher Vorschriften, durch Änderung im Mietrecht wieder attraktiver machen. Angebot schaffen regelt auch den Preis und senkt die Mieten. Das ist eigentlich das Motto, wo wir heutzutage arbeiten müssen. Wenn der Präsident vom Spitzenverband der Wohnungswirtschaft, Axel Gedaschko, sagt, wir sind in Deutschland nicht mehr in der Lage, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, sagte er und ergänzt, dass er in diesem Jahr lediglich mit dem Bau von 250.000 Wohnungen auf Bundesebene rechnen wird. Im Jahr 2024 rechnet er nicht mit etwas anderen Zahlen. Wir sagen, es muss die Regierung handeln und nicht berichten. Das ist das Entscheidende, um hier schnell für die Bürger bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Aber wenn man bei bezahlbaren Wohnraum bzw. einem sozialen Wohnungsbau, das ist nur kurz streifen, weil es die Kolleginnen von der linken Seite auch gemacht haben, eine Entscheidung hat maßgeblich dazu beigetragen, die auch der Städte- und Gemeindetag in Bayern in Deutschland massiv kritisiert hat, dass am 1.6. die ukrainischen Flüchtlinge, die vorher durchaus mit großem privaten Engagement unterbracht worden sind, gleichgestellt werden mit deutschen Staatsangehörigen. Das ist ein riesiger Druck auf den sozialen Wohnungsmarkt
und der hätte nicht passieren dürfen, weil im Grunde genommen die Leute auch wieder zurückkommen sollten in die Heimat, und das ist doch unser Ziel, aber nicht, dass wir nur Anreize schaffen, dass sie bei uns wohnen und bleiben. Das war eine riesige Fehlentscheidung. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.